wunderschönen guten Abend zusammen zum, ja, ich sag mal, Informationswebinar zu unserem neuen, ich sag mal, angebotenen MetaTrader-Konto, auf dem dieser direkte Steuerabzug nach jeder geschlossenen Position nicht mehr vorhanden ist. Mein Name ist Florian Scharschmidt. Ich begrüße Sie natürlich ganz herzlich im Namen von FX Flat. Mit dabei habe ich den Herrn Dender vom Live Support. Der Name sollte den meisten, die hier zuhören, auch ein Name sein, ein Begriff sein. Ja, von mir auch einen schönen guten Abend. Sehr gut. Alles klar. Bevor wir aber einmal starten mit den ersten Punkten, ich mache es wie bei jedem Webinar, ja, das schon mal als Übersicht für Sie, was wir gleich besprechen werden. Aber grundsätzlich, wir sind natürlich keine Steuerberater oder sowas, ja, also jetzt nicht irgendwie als Steuerberatung ansehen oder dergleichen. Das Webinar dient rein nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Ja, also da das vorweg auf jeden Fall für Sie nochmal gesagt. Okay, ja, die Frage kann ich direkt auch beantworten. Das Webinar wird natürlich aufgezeichnet, ja, so dass Sie sich im Nachhinein alle Sachen nochmal anschauen können bei uns auf dem YouTube-Kanal. Aber Sie haben am Ende auch noch die Möglichkeit, ich zeige Ihnen ein paar Links, wo die ganzen Informationen auch auf unserer Website stehen. Und da sollten eigentlich keine Fragen aufbleiben, ja, offen bleiben, besser gesagt. Und falls dann doch noch mal eine Frage sein sollte, Sie können uns ja auch immer anrufen. Na, also der Support von uns, wir sind ja 24 Stunden unter der Woche tatsächlich auch da. Ja, das heißt, wenn irgendwie eine Kleinigkeit oder so unklar ist oder sowas, rufen Sie uns einfach gerne an, dann klären wir das kurz mit Ihnen zusammen am Telefon und dann sollte das Ganze auch passen. Ja, ich springe einmal kurz hier auf die nächste Folie, so dass man hier schon mal so einen kleinen Überblick hat über das, was das Konto tatsächlich kann. Also zur Information, ja, das Konto, das FX-Flat-Konto, was Sie bisher haben oder vielleicht halt auch noch nicht hatten, auf diesem Konto sind natürlich hier CFDs, Forex und auch Futures handelbar, ne? Und das läuft über FX Flat. So, da FX Flat ein deutscher Broker ist, wird natürlich nach jedem Trade, ich sag mal, da die Abgeltungssteuer eingezogen. Und in diesem Zuge haben wir mit einem unserer Liquiditätsprovider, ja, mit Amana Capital, ein neues MetaTrader-Konto aufgesetzt und bei diesem Konto wird diese Steuer nicht mehr direkt abgezogen, da sich Amana Capital über die SISEC reguliert wird und dadurch quasi der Broker nicht in Deutschland sitzt. Das ist quasi dann wie eine Art vermitteltes Geschäft. Ja, aber grundsätzlich bleibt für Sie als Kunden alles identisch. Ja, also Sie können weiterhin den MetaTrader 4 benutzen, MetaTrader 5 benutzen oder auch den Agena Trader und halt Sie können den Stereo Trader weiterhin benutzen, MetaTrader Plus und dergleichen, das funktioniert alles. Ja, die einzige, ich sag mal, Einsparung, die wir haben, ist, dass vorerst aktuell auf diesem neuen Konto nur CFDs handelbar sind. Ja, also Futures und Spot Forex gibt es auf diesem Konto aktuell noch nicht und ist natürlich geplant, aber aktuell können Sie über dieses Konto nur CFDs handeln. Ja? Sie sehen schon, kein direkter Abzug der Abgeltungssteuer für in Deutschland steuerlässige Privatkunden. Na, das fällt komplett weg und Sie müssten dann natürlich am Ende des Jahres über den MetaTrader sich Ihre Trades rausziehen und die ganze Geschichte mit der Steuer halt dann selbst abwickeln oder mit dem Steuerberater. Aber das steht Ihnen ja frei. Ich kann keine Aussagen dazu treffen, wann die Futures und Spot Forex handelbar sein wird. Das ist in der Mache, aber da gibt es noch kein Datum oder sowas, was ich Ihnen da mitteilen kann. Genau, bezüglich der Steuer, nochmal darauf zurückzukommen. Man kann im MetaTrader ganz einfach über die Kontohistorie dann mit einem Rechtsklick den Zeitraum anpassen, würde man das ganze Jahr nehmen und den Kontoauszug dann quasi erstellen, dann hätte man eine komplette Übersicht über alle seine Trades. Also das könnte man dann im Endeffekt nutzen. Was natürlich wegfällt, ist diese automatische, ich sag mal, Steuerbescheinigung, die wir immer den MetaTrader-Kunden
per Post geschickt haben, ne, wo drauf steht, wie viel Steuern gezahlt wurden. Das fällt dann natürlich jetzt mit diesem Konto weg, weil von dem Konto natürlich keine Steuern abgezogen werden. Ne, deshalb gibt es da keine automatisierte Steuerbescheinigung gegen Ende des Jahres. Ja. Ebenso bleibt der Versicherungsschutz. Ja, da haben wir uns sehr für eingesetzt, dass nicht die 20.000 als Einlagensicherung sind, sondern so, wie es jetzt auch der zusätzliche Versicherungsschutz von bis zu 500.000 Euro bleibt. Und das wird dann weiterhin auf beiden Konten so bleiben. Kurzer Punkt zu Professional. Ja, also die Einstufung als professioneller Kunde. Wenn Sie schon Kunde bei uns sind, ja, also wenn Sie jetzt schon ein Professional-Konto bei uns haben, dann würde die Einstufung da erneut fällig werden. Ja, das müsste man dann neu machen in dem Moment. Ich gehe mal eine Folie weiter, dass Sie einmal sehen, was denn jetzt tatsächlich, ich sag mal, gemacht werden muss, um ja, diese Art von Konto zu eröffnen. Ja, also ganz gleich, ob Sie schon ein bestehendes MetaTrader-Konto bei FXFlat haben oder ob Sie noch, wenn Sie noch keins haben, ne, kann ja auch sein, dass jemand vielleicht dabei ist, der nur ein Trader-Workstation-Konto hat, gerade aus diesem Grund wegen des Steuerabzuges. Sie finden, wenn Sie jetzt bei uns auf der Website auf das Live-Konto klicken, also dieser lila Button rechts, dann werden Sie gefragt, wo Sie steuerlich ansässig sind. Und wenn Sie natürlich in Deutschland steuerlich veranlagt sind, dann klicken Sie auf Ja und dann werden Sie auch genau zu diesem Konto geroutet. Ja, also dann können Sie dieses Konto eröffnen. Legitimation erfolgt im Gegensatz dazu, wie es jetzt immer der Fall war, durch das Hochladen eines Identitätsnachweises, also in dem Fall halt ein Personalausweis oder ein Reisepass und dazu noch einen passenden Adressnachweis. Das ist der ganze Legitimationsprozess in dem Moment. Das wird im Antrag hochgeladen und direkt an uns dann übermittelt. Einzahlungen funktionieren nach wie vor gleich über das Einzahlungs-MetaTrader-Formular bei uns auf der Website. Da können Sie dann anklicken, ob Sie das FXFlat-MetaTrader-Konto haben oder das MetaTrader-Konto Amana haben. Und aktuell sind dann nur Einzahlungen per normaler Überweisung. Ja, oder per Kreditkarte möglich. Also im Gegensatz zu dem bei uns direkt gibt es ja noch PayPal oder Sofortüberweisung oder sowas, aber das gibt es jetzt mit dem neuen Konto nicht. Also nur Überweisung oder Kreditkarte. Was man jetzt machen kann, ist ein sogenannter einmaliger Kapitalübertrag. Das heißt, wir haben eine Unterseite dafür gebaut auf der Website, werde ich Ihnen gleich nochmal zeigen. Dass, wenn Sie ein MetaTrader-Konto bei uns jetzt aktuell führen und sagen, okay, ich möchte jetzt hier dieses neue Konto eröffnen, MetaTrader Amana, und ich möchte gerne alle mein bestehendes Geld von dem einen Konto auf das neue Konto übertragen, dann ist das einmal möglich. Das ist eine Einmalaktion, dass sobald das Amana-Konto eröffnet ist, Sie das Formular ausfüllen und wir dann im Hintergrund hingehen und einmal alles intern umbuchen. Ja, also wir müssen da nicht auszahlen, neu einzahlen, hin und her, ja, sondern wir können da so eine Art Kontoübertrag, Kapitalübertrag ja, machen. Gibt es bei uns unter MetaTrader-Konto oben in den Reitern auf der Website über den Menüpunkt Kontoübertrag. Ja. Und wenn das dann getätigt ist, also Formular, Kontoantrag ausgefüllt, Personalausweis und Adressnachweis hochgeladen, das Konto wurde aufgesetzt und Sie haben entweder Überweisung getätigt, per Kreditkarte eingezahlt oder halt den Kontoübertrag gemacht, dann ist das Konto auch schon eröffnet. Ja, und Sie können, ich sag mal, wie gewohnt, ja, auf dem gleichen MetaTrader, auf dem gleichen Handelsserver weiter handeln. Es ist keine Neuinstallation notwendig oder dergleichen. Wenn Sie jetzt ein Setup haben von wegen, okay, hier, ich nutze den MetaTrader 5 als Beispiel mit dem Stereo-Trader, dann können Sie das so, wie Sie es jetzt installiert haben, dann auch in Zukunft weiter nutzen. Es ist nicht so, dass dann viel umgestellt werden muss oder sowas auf Ihrer Seite. So, dann springe ich einmal auf die nächste Seite. Hier sind einmal die Links. Ja, und auch nochmal als QR-Code das Ganze angezeigt. Dann können Sie es auch mit dem Handy kurz aufmachen, wenn Sie möchten. Das ist einmal links MetaTrader Amana-Konto, eine Übersicht darüber, was das Konto alles kann. Na, da haben Sie schon alles Mögliche, gerade habe ich Ihnen ja einmal gezeigt, was es da gibt, was das Konto bietet. Und rechts den Kontowechsel, das ist dann einmal so, ich sag mal, geht in die Richtung eines Vergleichs, ja, was dann, wo Sie sehen, okay, was würde sich dann spezifisch dann nochmal ändern.
Ne? Blub, 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 blub. So, ist jetzt noch eine Frage wegen Professional. Machen wir gleich, Florian. Okay, dann machen wir gleich. Ja, das ist einmal so die, ich sag mal, grobe Vorstellung. Ich zeige Ihnen das jetzt einmal nochmal auf der Website, damit Sie da auch Bescheid wissen. Müssen Sie mir nur eine Sekunde geben, damit ich hier einmal switchen kann. So, machen wir das Ganze so, machen wir so, so, so und so. Und dann übertrage ich wieder. Dann sind wir einmal auf unserer Website. Ja, und dann gibt es hier oben unter MetaTrader-Konto kommt das Dropdown-Menü und dann haben Sie hier rechts unter Konto die Buttons für MetaTrader Amana, wo es die Informationen darüber gibt. Ich mache das jetzt einmal hier rasch auf. Kontowechsel und der Übertrag. Ja, also dann haben Sie hier die Übersicht über die Punkte, was das Konto alles kann, was es zu bieten gibt und auch noch ein paar Verlinkungen dazu. Ja, denn natürlich, da es ein anderer Anbieter im Hintergrund ist, sind die Kontraktspezifikationen separat ausgewiesen, genauso wie halt Einlagensicherung, Einzahlung und sowas. Wenn ich jetzt hier über Einzahlung gehe, haben Sie jetzt hier so eine Art Auswahl, ja, wo Sie dann sagen können, okay, entweder MetaTrader FXZ oder MetaTrader Amana. Ja? Und das Kontoübertragsformular, wo man den, ich sag mal, den bequemen Weg gehen kann und sein bestehendes Guthaben per Einmaltransfer rüberschiebt. Okay, das ist eigentlich eine grobe Zusammenfassung über das, was das Konto kann, ja, was das Konto macht. Und Sie können gerne jetzt Ihre Fragen loswerden, was Sie alles wissen möchten, Symbole, Produkte, Freischaltung von Add-ons oder sowas. Und da wird der gute Herr Dender gerne ausgiebig die Fragen alle, soweit es geht, natürlich beantworten, sodass hier keiner mit einem Fragezeichen über dem Kopf aus dem Webinar gehen muss. Ja? Gute Wolle, du darfst. Ja, ob ich so gut bin, weiß ich nicht, aber ich geh das mal der Reihenfolge nach durch. Der Mike stellt beispielsweise die Frage, wissen Sie schon, wann Futures gehandelt werden können? Nein, definitiv nicht, weil das ist nicht ganz so einfach einzurichten, weil wir nicht mehr, weil wir nicht mehr der Anbieter sind, sondern Amana Capital. Und entsprechend müssten die Futures zur Verfügung stellen, aber da sind wir in Gesprächen, dass wir das auch mit anbieten können. Nur wann? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, aber wenn, dann werden es Eurex Futures sein und CME-Daten. Gibt es ein Formular für das Finanzamt, fragt der Ralf. Ralf, ein Formular für das Finanzamt gibt es nicht. Das ist dann zu regeln mit der Kontohistorie des MetaTraders. Ja. Der Willi fragt, es gibt also keinen FX-Sled-Jahreskontoausdruck. Ja. Wie gesagt, den gibt es nur bei den MetaTrader, den kann ich Ihnen natürlich gerne zur Verfügung stellen, auf Wunsch. Aber es gibt keinen Steuerbescheid, so wie viele Kunden den dieses Jahr bekommen haben oder fast alle Kunden bekommen haben. Das gibt es nicht. Der Georg ist interessiert an dem Professional-Status und schreibt, beim Übertrag hätte das neue Konto nicht mehr den Professional-Status. Muss das neu nachgewiesen werden? Ja, in der Tat. Dieser Prozess muss neu angestoßen werden. Und man muss im Endeffekt, wenn man die Trades erfüllt, muss man die Kontoauszüge darlegen, hat man das Kapital, also die liquiden Mittel von 500.000, muss man einen Kontoauszug oder mehrere Kontoauszüge darlegen, die den Gesamtbetrag eben darstellen. Und wenn man einen Beruf ausgeübt hat, der mit dem Kapitalmarkt im Zusammenhang steht, ist ein Arbeitszeugnis oder ein Arbeitsvertrag notwendig. Der Rupert möchte gerne wissen, ob das VPOC-Modul zu übernehmen ist. Ja, wir können das mit übernehmen. Also das VPOC-Modul sollte ab Freitag, wenn der Herr Hilger sein Update für den Stereo-Trader gemacht hat, sollte das funktionieren. Georg möchte selber wissen, dieselben Symbole bei den Minis. Ja, das ändert sich nicht. Manfred möchte gerne wissen,
Bleiben die Spreads bei den CFDs gleich? Ja, das bleibt alles identisch. Das ist korrekt. Ja, eine interessante Frage von dem Frank. Wer macht den Support? Amana oder FX Flat? In erster Linie ist FX Flat der Ansprechpartner. Das bleibt bestehen. Allerdings, wenn Sie technische Probleme haben und eine Order schließen möchten, müssen Sie Kontakt mit Amana aufnehmen. Ja, wir dürfen weder vermitteln, wir dürfen nicht verbinden, wir dürfen auch nicht übersetzen, weil die Kollegen sprechen nur Englisch. Also da wäre der einzige Unterschied, dass der Support bei Amana liegt und nicht bei uns. Ja, Amana selber, ich glaube, das hat der Florian gesagt, ist ein zypriotischer Liquiditätsprovider, mit dem wir schon länger zusammenarbeiten. Ich habe jetzt, ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Am besten sich mal die Homepage angucken, würde ich sagen, weil ich kann so jetzt mit absoluter Sicherheit mehr Informationen gar nicht dazu geben, wie lange die Firma existiert oder wer im Endeffekt da Geschäftsführer ist und so weiter. Das müssten Sie mal unter der Homepage von Amana Capital selber nachlesen. Murat möchte wissen, ob er unbedingt wechseln muss. Nein. Eigene Entscheidung. Wie Sie das machen möchten, ist egal. Sie können bei FX Flat bleiben. Sie können aber auch den Wechsel vollziehen. Ralf, der Hebel ändert sich nicht. Zypern gehört zur Europäischen Union. Da gelten die gleichen Bedingungen wie bei uns. Das heißt also maximaler Hebel für Retail-Kunden von 1 zu 30. Jetzt beispielsweise bei bei Forex Major-Paaren. Ja, ansonsten im DAX und Dow Jones haben wir einen Hebel von 1 zu 20. Auch eine interessante Frage von Michael. Ist das neue Konto schneller von der Pinkzahl her? Nein, genauso. Also, ich weiß nicht, Michael, was für eine Pinkzahl du hast, aber ich denke so zwischen. Also der Server steht in England, das heißt ungefähr von uns aus eine Pingzahl von 23, circa. Horst Jürgen fragt, ob die Daily Confirmations bei Amana Capital wie in der Vergangenheit, wie bei FX Flat bestehen. Ja, nur halt nicht mit dem Logo FX Flat, sondern Amana Capital. Es kommen Monthly Statements, Daily Statements und ja, die beiden. Der Arbeitsvertrag als Professional, wie lang kann der zurückliegen? Klaus, das spielt eigentlich keine Rolle. Normalerweise sagt man, dass man diesen Beruf ein Jahr lang bereits ausübt oder ausgeübt hat. Also es spielt im Prinzip keine Rolle, wie lange das her ist. Frank fragt, der Stereo-Trader kann genutzt werden, beziehungsweise es gibt eine. Ja. Hatte ich schon beantwortet. Stereo-Trader kann genutzt werden, allerdings erst, wenn der Herr Hilger sein Update gemacht hat. Das wird voraussichtlich Freitag passieren und dann wird auch der Stereo-Trader mit dem Amana-Konto zu verbinden sein. Wislav, deine Frage verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Konto zumachen. Was bedeutet das? Da vielleicht nochmal bitte genauer die Frage stellen. Für die Kursstellung, Frank, ist Amana verantwortlich, das ist richtig. Stefan, hallo, wie verhält es sich mit den Gebühren für zum Beispiel Eurex-Marktdaten, Kontoübertrag zum neuen MetaTrader-Konto? Also der Kontoübertrag kostet nichts Geld, kostet kein Geld. Allerdings, wie der Herr Scharschmidt schon sagte, die Eurex-Daten bzw. die CMI-Daten kann man ja nur über den MetaTrader 5 FX Flat abbilden. Ja, das heißt, im Moment würden keine Daten berechnet werden können, weil die Futures auf dem neuen MetaTrader-Konto gar nicht zur Verfügung stehen. Wislav, das Konto bei FX Flat muss selbstverständlich nicht geschlossen werden. Ja, es kann ja durchaus sein, dass sich das Steuergesetz wieder ändert, oder wir hoffen das alle. Und dass man dann auch es Sinn macht, sich wieder zurückzuziehen zu dem
Konto, wo Steuern abgezogen werden, weil vielleicht dann wieder eine Verrechnung stattfindet, der Verluste etc. Aber das weiß man ja noch nicht, aber ich würde es auf jeden Fall nicht schließen. Ja, also man kann beide Konten parallel führen. Ja, Thorsten, deine Frage ist auch interessant. Amana wurde in Dubai gegründet, das ist richtig. Und ob die vertrauenswürdig ist, da gehe ich von aus, weil sonst hätte FX Flat mit den Kollegen keinen Vertrag geschlossen. Für den Reza, das Konto kann man jederzeit wechseln. Da gibt es keine Frist für. Ja? Sie können auch jederzeit wieder zurückgehen. Das ist nicht vorbestimmt. Also da gibt es keine Bedingungen, die man einhalten muss. Das Einzige, was einmalig gemacht wird, ist ein Kapitaltransfer. Ansonsten muss man halt das Geld aus- und wieder einzahlen. Das wäre dann der Weg. Gibt es noch weitere Fragen? Hattest du die Frage mit der Frist schon? Eben beantwortet, ja. Also okay, easy, alles klar. Also sollten Sie irgendwie noch mal eine Frage haben oder sowas, die im Nachhinein aufkommt, wenn Sie sich die Warte, Informationen durch. ich habe da noch eine Frage von Frank, die auch wichtig ist. Das normale Konto hat keine Nachschusspflicht. Ja, das ist richtig. Retail-Kunden haben keine Nachschusspflicht. Professionals schon. Genau. Sind noch Fragen auf? Also jetzt sind wir gerade hier und können das schön alle Fragen direkt beantworten und auch festhalten. Ja, mit der Aufzeichnung geht das Ganze auf YouTube online und dann können Sie im Nachhinein auch nochmal, wenn irgendwie was zu schnell war oder so, sich das da auch gerne nochmal anschauen. Na, hast du noch eine Frage gekriegt, Wolfgang? Herr Michael, ich bin leider kein Steuerberater, denn die Frage, wenn du viel verdienst, ich verdiene nicht viel, wird das Finanzamt im neuen Jahr eine Vorauszahlung verlangen? Das weiß ich nicht, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen. Dafür bin ich kein Steuerberater. Der könnte das bestimmt beantworten. Die Voraussetzung für Frank, die Voraussetzungen für die Profikonten sind im Endeffekt die gleichen wie bei uns auch. Das heißt, es gibt drei Bedingungen, die man erfüllt, von denen man zwei erfüllen muss. Das eine ist, du hast die liquiden Mittel von 500.000. Das zweite, 10 Trades von erheblichem Umfang pro Quartal, ein Jahr rückwirkend. Oder den Beruf nachzuweisen, den man mindestens ein Jahr ausgeübt hat. Ja, das alles allerdings, wie ich gesagt habe, in Nachweisen, sprich Kontoauszügen, Tradingauszüge, also Statements und auch ein Arbeitsvertrag, wenn man denn den Beruf erfüllt hat. Ralf, das ist richtig. Die Prüfung für den Professional-Status führt Amana durch. Wir leiten die Dokumente weiter, machen praktisch eine Vorsichtung und Amana muss dann sagen, ja oder nein. Und der wird nicht automatisch übernommen. Thorsten, haben die einen deutschsprachigen Support? Nein. Wie gesagt, den Support machen wir. Wenn es allerdings darum geht, Positionen zu schließen, dann ist der direkte Kontakt zu Amana notwendig und die Kollegen sprechen Englisch. Und wir dürfen auch nicht
dabei sitzen, übersetzen oder das Telefonat verbinden oder schon vorab mit dem Kollegen klären, dass sie was schließen möchten. Da ist der direkte Kontakt Kunde Amana wichtig. Und wie gesagt, die Kommunikation ist nur auf Englisch. Also FX Flat bleibt weiter Ihr Ansprechpartner. Also wenn irgendwas mit der Plattform ist oder so, Sie Fragen haben oder sowas, dann sind wir natürlich immer für Sie da. Also es ist jetzt nicht so, dass wir, wie der Wolfgang schon gesagt hat, das Einzige, wo Sie halt nicht mit uns sprechen, ist halt wirklich eine Positionsschließung oder so im Notfall. Ansonsten sind für alle Fragen steht FX Flat zur Verfügung. Und Frank, ein weiteres Demokonto wird es natürlich geben, klar. Der Heinz fragt noch, ob Amana ein Market Maker ist. Ja, definitiv. Genau wie die anderen Liquiditätsprovider, die wir vorher auch hatten. Oder auch noch haben. Der Michael fragt, kann man im Notfall noch Positionen mit der MT, mit der MetaTrader App schließen? Ja, natürlich. Klar, man kann sich auch webbasiert einloggen. Also da gibt es genug Möglichkeiten, das dann noch zu machen, eine Position zu schließen, wenn der Desktop gestört ist. Also die Nutzung der App geht ja generell. Ne? Also es ist ja nicht so, dass Sie mit dem MetaTrader Amana Konto jetzt nur über die Plattform handeln können. Sie können ja trotzdem weiterhin noch Ihre App benutzen oder, wie der Wolfgang schon gesagt hat, sich online in das Webportal einloggen. Also das bleibt halt gleich. Das ist der gleiche Handelsserver ist, Sie müssen sich nur dann halt mit den neuen Logins einmal dann neu in der App einloggen. Aber ansonsten bleibt es gleich. Ja. Genau. Gibt es sonst noch offene Fragen, die zu klären sind? Ich meine, wir sind ja nicht aus der Welt. Das heißt, man kann uns ja 24 Stunden anrufen, habe ich gehört. Dann können Sie auch noch sämtliche Fragen stellen, die Sie gerne möchten. Wie groß ist die erste Anzahlung, fragt Herr Wislaw. Kontoeröffnung beginnt ab 200 Euro. Es reicht aber, wenn auf dem FX Flat MetaTrader Geld ist, wenn wir das transferieren, ist das auch in Ordnung. Ja, wenn keine weiteren Fragen kommen, Flo, würde ich sagen. Gut, alles klar. Wir sind erstmal durch. Hoffe ich, dass wir soweit alle Fragen klären konnten und Ihnen, ja, ich sag mal, einen kleinen Einblick gegeben haben in das Konstrukt, ja, in das MetaTrader Amana-Konto. Halt darauf ausgerichtet, dass Sie die Möglichkeit haben, in der gewohnten FX-Flat-Umgebung weiterhin mit dem MetaTrader handeln zu können, ohne halt immer nach jedem Trader diesen Abzug der Steuer zu haben. Ne, also ist eine gute Alternative, muss mal jeder für sich selbst entscheiden, ob das was für jemanden ist oder nicht. Alle Punkte mal gegenüberstellen. Ne, da gibt es hier für den Kontowechsel
den rechten Link, fxflat.news/Kontowechsel, einfach mal drauf gehen und schauen, ob das was für Sie ist und dann halt einfach den Kontoantrag stellen oder halt uns vom Support anrufen und das Ganze halt mit uns zusammen machen, Ihre offenen Fragen, die noch entstanden sind oder so, mit uns dann klären. Ja, gut, alles klar, dann würde ich sagen, danke Wolfgang für... Ja, ich hab noch einen Hinweis, vielleicht ja. Noch zwei. Ja. Die Inaktivitätsgebühr, oder nicht die Gebühr, sondern die Inaktivitätsklausel, die es bei FX Flat gibt, die gibt es auf dem Amana-Konto nicht. Das heißt also nicht, Sie bekommen keine E-Mail von uns hier, 25 Tage sind vorbei, Sie haben festgestellt, Sie haben noch nicht getradet. Das gibt es da nicht. Es gibt auch keine Inaktivitätsgebühr stattdessen. Und das Close-Only-Thema, was bei Aktien-CFDs bei FXFlat auch ist, wenn das wir Positionen schließen müssen vor dem X-Day. Das gibt es da auch nicht. Das heißt, man kann die Position so lange offen halten, wie man das möchte. Ja? Das ist noch ein kurzer Hinweis von mir. Ansonsten wünsche ich allen einen schönen Abend und wie gesagt, bei Fragen kommen Sie gerne auf mich zu. Okay, perfekt. Gut, dann danke an den Wolfgang, danke an die Teilnehmer, dass Sie sich die Zeit genommen haben, im Webinar vorbeizuschauen und wirklich noch viele Fragen dazu gestellt haben. Ich hoffe, wir konnten das alles gut soweit beantworten. Ja, wenn noch was sein sollte, rufen Sie uns gerne an oder schreiben uns ganz, wie Sie möchten. Ja, ich wünsche Ihnen allen noch einen schönen Abend. Ja, lassen Sie sich gut gehen. Bleiben Sie gesund und natürlich, wie bei jedem Webinar, passen Sie auf Ihre Positionen auf. Wir hören uns. Ciao, ciao.